Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei East Origins in Toll Run. Ja, und wir sind, wie man an der Musik schon hören kann, kurz vor dem Finale. Natürlich steht uns noch der letzte Zwischenboss im Weg, bevor wir zu Dallas kommen. Oben auf dem Turm. Und wer kann das dann wohl nur sein? Mal überlegen. Wir haben Zava besiegt, wir haben Kishka besiegt. Ich nehme mal nicht an, dass es Ikona ist. Also bleibt wahrscheinlich nur Hugo übrig. So, Level Up. Und hier gibt es noch eine Truhe bei den ganzen Blobs. Oh, was für ein Massaker. So. Ach, noch ein Panakia. Das bedeutet mehr Lebenspunkte für uns. So. Und das hier ist eigentlich der letzte Bereich mit Gegnern, die wir noch vor uns haben. Hier werde ich nachher offscreen wieder SP sammeln müssen. Denn auch Toll braucht alle Fähigkeiten, die er von der Statue kriegen kann. So, aber ich war weg mit euch allen. Und SP schnappen. Ja, ist mir egal, ob ich vom Fuß bin. Einfach alles einsammeln, was geht. Und auch alles draufhauen, was geht. So. Und den da oben hier. Nur noch weg. Und da oben sind noch 12 von denen. So, weg. So, da hat er noch einen Heilkraut dabei. Okay. Drei weg, das noch einer. Das sind eigentlich wirklich die wichtigsten Gegner, dadurch, dass sie mit ihrem Schild den Schaden nur so richtig machen können. So. Dato aktivieren wir rein. Mana erhöhen.
Ja, jetzt werden wir noch gut eine Million SP brauchen. Aber jetzt gehen wir erst einmal weiter. Durch diese Tür. Medaille benutzen. Und Sesam, öffne dich. Und wie erwartet, es ist Hugo. Und er hat die Pona bei sich. Hugo? Hugo, bitte nicht. Du bist zu stark, um zuzulassen, dass sie sich kontrollieren. Der hat rote Augen und sie wird gleich bewusstlos. Klauen, Mann. Hugo, hör auf damit. Hast du nicht versprochen, die Dinge ein und für alle mal zu klären? Also, hier bin ich. Oder hast du zu viel Angst darüber, was ich dir antun könnte? Das ist besser. Wenn du jemanden bekämpfen sollst, dann mich. Ja, oh Gott, 6 Augen. 6 Augen von Fekt auf einmal, hm? Nicht schlecht. Ich bin nicht dein Feind, ich hoffe, du weißt das. Aber es wird mich nicht davon abhalten, dir Vernunft einzuprügeln. Du bist immer noch mein Bruder. Ah, ja. Und Epona ist unsichtbar geworden. Und wir müssen gegen Hugo kämpfen. Was ziemlich schwierig werden kann. Weil Hugo ist in diesem Zustand ein verdammt starker Gegner. Was wir auf jeden Fall nicht machen dürfen, ist leichtsinnig werden, weil damit kann er uns schon mal ein Drittel unserer HP einfach so wegbratzen. So, und jetzt haben wir, glaube ich, seinen Burst aktiviert. Seinen Dämonen-Burst, besser gesagt. Genau, jetzt hat er nämlich ein paar Dutzend Augen mehr. Jetzt hat er nicht nur 6, sondern 8 auf einmal. Und genau, gerade das ist sein Overkill. Und der ist in seiner blöden Schutzmuschel drin. Aber wir haben ihn ziemlich schnell besiegt. Beim letzten Mal habe ich mehr Versuche gebraucht. Ja. Da bricht er zusammen. Das ist es. Lass alles raus. Dämonische Kräfte sind nicht das, was du willst. Sie machen nur eins. Sie reflektieren deine innere Schwäche. Konzentrier dich einfach. Du bist zu stark, um dich von ihnen übermannen zu lassen. Zu stark, um sie gewinnen zu lassen. Ja, und Hugos Text ist jetzt wieder weiß. Das ist gut. Du bist wirklich ein verdammter Arsch, weißt du das? Irgendwelche erbärmlichen Kampf,
Geist sinnlosen Sachen von dir zu geben, während ich unfähig bin, ein einziges Wort dagegen zu sagen. Also woher kommt dieses Handeln wie ein großer Bruder auf einmal? Ich bin dein großer Bruder. Und es ist Zeit, dass ich mich so benehme. Kann ein Mann sich nicht mal auf die Stärken seines kleinen Bruders verlassen? Ich habe es so gemeint, wie ich es sagte, weißt du? Du siehst schockiert aus. Nein, ich versuche nur, deine Sichtweise zu verstehen. Du bist ganz anders als das letzte Mal, als wir gesprochen haben. Mehr entschlossen, wie es mir scheint, oder zuversichtlich. Das bin ich. Jedenfalls bis zu einem gewissen Punkt. Ich habe trotzdem nicht viel natürliche Fähigkeit. Dieses Geschenk kam zu dir, nicht zu mir. Ich wurde immer von meinen Schwächen limitiert. Aber ich habe angefangen zu realisieren, dass das nicht der Fall ist. Vielleicht bin ich doch nicht so eingeschränkt. Es hat eine ganze Weile gebraucht, nicht wahr? Ist es wegen Lady Rhea und Lady Fina? Teilweise, aber nicht nur wegen dem. Seitdem dieses ganze Ding hier begann. Jeder von euch hat angefangen, nach mir zu suchen. Man könnte sagen, durch die Tugend der Einigkeit. Wurde meine neue Zuversicht von Dallas und seinen Leuten geformt. Über was lachst du, du kleiner Welpe? Du sagst, du hast nicht viele natürliche Fähigkeiten, aber ich weiß nicht. Es braucht einen ziemlich trockenen Humor, um so ein Gesicht zu machen an so einem Ort. Und das ist doch auch etwas, was zählt. Aber um ehrlich zu sein, bin ich mehr traurig als glücklich, wirklich. Epona, geht es dir gut? Komm, reiß dich zusammen. Ja. Bist du zurückgekommen zu deinem Sinn? Bist du wieder bei Sinn? Das bin ich. Es tut mir leid, Epona. Ich werde gucken, dass sich jemand um dich kümmert, aber für den Augenblick bleib, wo du bist. Versuch dich nicht zu bewegen, ruh dich einfach aus. Das ist ein Angebot, was ich nicht ablehnen kann. Hier. Ja, der Göttinnenring. Was ist das? Nach Dallas Befehl habe ich ihn Lady Rhea abgenommen. Es ist etwas, was sie nicht will, was er nicht will, dass sie hat. Was bedeutet, es ist sehr wertvoll, wenn man es hat. Du solltest es mit dir nehmen. Ich habe verstanden, danke. Nachdem ich Eponas Wunden versorgt habe, bin ich direkt hinter dir. Also pass auf dich auf, Bruder. Bruder. Wie viele Jahre ist es her, dass er mich so genannt hat? Alles, was noch übrig bleibt, ist, Dallas auf der Turmspitze zu konfrontieren. Warte auf mich, Rhea.
Ja. Jetzt können wir den Göttinnenring anlegen. Der gibt uns plus 5 Stärke, plus 5 Verteidigung. Der Kleria-Ring gab uns nur plus 5 Stärke, aber machte minus 3 Verteidigung. Das bedeutet, dieser Ring ist auf jeden Fall einiges besser. So, aber bevor es jetzt weitergeht in diese Richtung, gehe ich erstmal wieder zurück zur Dämonenstatue. Speichere. So. Denn jetzt geht es darum, SP zu sammeln. Und zwar nicht wenig. Aber das mache ich wie das letzte Mal größtenteils offscreen. Oder ich mache es diesmal ganz offscreen. Und dann sehen wir uns wieder, wenn ich die SP zusammen habe. Also bis dann.